Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschüsse ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bulk-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die hinteren Bremsbeläge an deinem Wagen zu wechseln, musst du den hinteren Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang hast. Löse die Radbolzen an den Hinterrädern, hebe den hinteren Teil deines Fahrzeugs an und setze ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, das Tutorial Deinen Wagen sicher anheben anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Bevor du beginnst, musst du die Handbremse lösen, ansonsten ist der Vorgang unmöglich. Löse den Bremssattel. Nimm dir dafür einen Steckschlüssel, einen 13er Einsatz sowie einen 15er Maulschlüssel zur Hand und entferne die Schrauben an der Gewindestange. Löse den Bremssattel von seiner Halterung, indem du einen großen Flachschraubenzieher als Hebel verwendest. Du kannst nun den Bremssattel auf eine der Windungen der Tragfeder legen. Entferne die Bremsbeläge. Reinige mit einer Metallbürste die Enden der Halterung dort, wo die Bremsbeläge gleiten. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein und schiebe sie in den Bremsträger. Positioniere die Federn parallel zu den Bremsscheiben. Setze den Kolben ein. Für diesen Vorgang ist ein Bremskolbenrücksteller notwendig, ein Spezialwerkzeug, mit dem du den Kolben sowohl zurückdrücken als auch um sich selbst drehen lassen kannst, um das Ausgleichssystem des Bremslüftspiels deiner Handbremse wieder einzustellen. Setze den Bremssattel wieder ein und bringe die Schrauben an der Gewindestange wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Du kannst nun denselben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung! Bevor du dein Auto nach dem Bremsscheibenwechsel wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.